Loslassen tun wir jetzt einfach mit einem kurzen Bitte von mir, alle drei hier oben, noch mal kurz so zu erzählen, wie es eine Nacht später die Gefühlslage ist. Und wir fangen doch ganz aus mit Valentin. Ja, ich glaube, wir haben es alle selber auch miterlebt. Ich glaube, für uns war es noch intensiver gewesen, so etwas dürfen zu erleben und auch ja, nach dem Tag zu sagen, wir haben das irgendwie gestohlen oder mit Glück sind wir zu dem Sieg gekommen. Ja, ist natürlich ein Weltklasse-Gefühl für die ganze Mannschaft, für alle Beteiligten. Ich denke, für den ganzen Verein und schlussendlich auch für das ganze Land. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Das Team ist überglücklich, dass man so etwas, so ein gutes Spiel ja, abgeliefert hat, einmal mehr gestern. Ich glaube, wir haben einmal mehr gezeigt, dass wir auf internationalem Niveau können mitheben, können mitspielen. Es war ein intensiver Match für uns alle. Konditionell hat das viel gebraucht gestern. Und ja, was soll man sagen, wir sind stolz auf die Mannschaft, was sie im Moment leistet, dass wir ja, sehr konzentriert in das Spiel hineingegangen sind und das Spiel auch noch gewinnen können und kein Goal bekommen. Das ist natürlich sehr wichtig. Heiko, du hast gestern in der Pressekonferenz gesagt, du träumst nicht auf die Frage, weil du tief schläfst. Ja, ich habe auch nicht geträumt, aber Tatsache war, dass ich halt auch wenig geschlafen habe. Nein, es war mit Sicherheit, hat man noch vieles verarbeitet gestern. Es war mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Spiel von meiner Mannschaft. Aber es gab natürlich auch Dinge, die ich zu monieren habe. Und das hat sich heute Morgen dann auch nicht geändert, sondern das ist aber schön, dass man auch nach so einem Erfolg noch Arbeit vor sich liegen sieht. Und das macht viel, viel Freude für die Zukunft. Es ist eine Bestätigung für die alltägliche Arbeit, so sehe ich das. Und das zeigt doch auch, wenn ich in der Lage bin, Manchester nicht nur Paroli zu bieten, sondern sie zu schlagen, das gleiche für den FC Bayern, spricht es doch in allen Belangen für die Mannschaft. Das ist Talent, das ist Fleiß, die notwendige Portion Gelassenheit, die dann diesen Erfolg ausmacht. Und ich kann nur eines als Trainer dazu sagen, stolz zu sein auf diese Jungs. Und stolz macht mich auch zu sehen, welche Leistung sie abrufen können. Das spricht einzig und allein für die Jungs. Ich wehre mich auch dagegen, zu sagen, dass das ein goldenes Händchen war. War es überhaupt nicht, weil ich genau gewusst habe, was eine Einwechslung von Valentin bewirkt und was eine Einwechslung von Schatzur bewirkt. Ich weiß um die Stärken, ich weiß, was sie bewirken können, wenn sie frisch in so einem intensiven Spiel reinkommen, in der Endphase, wo vielleicht der Gegner dann auch physisch schon abbaut. Und dann ist es überhaupt kein goldenes Händchen, sondern eine logische Konsequenz, dass die beiden dann auch einen Unterschied ausmachen können, auch gegen Bayern München. Ich musste mich kein einziges Mal kneifen, um zu realisieren, was wir hier erreicht haben. Ich habe den großen Vorteil euch allen hier gegenüber, dass ich die Mannschaft jeden Tag sehe und jeden Tag mit ihr zusammenarbeite. Und nochmals, wir glauben nicht an den Erfolg, wir arbeiten unter der Woche knallhart für diesen. Und dass es natürlich so läuft, ist auch begünstigt durch Konstellationen, die wir nicht beeinflussen können. Ja? Wir haben sprichwörtlich oder sinnbildlich dafür, ist der Lattentreffer vom Steini gegen Manchester, das haben wir mit Sicherheit nicht trainiert. Also definitiv kamen da auch glückliche Konstellationen zusammen, die es auch braucht im Sport. Aber Grundlage und Fundament von allem ist wirklich die alltägliche Arbeit. Und da sind wir sehr, sehr stark. Ja, ich glaube, in so einem Moment muss man sich an die positiven Sachen halten, weil man dann sieht, dass die Mannschaft einen Titel holt, nachher in der Champions League so gut spielt. Und das ist natürlich für einen persönlich auf der einen Seite eine riesen Freude, das zu sehen. Aber auf der anderen Seite auch relativ hart, weil man weiß ja, eigentlich hätte man auch etwas dazu beitragen können. Oder wäre vielleicht auch am einen oder anderen Erfolg mehr beteiligt gewesen. Von dem war das nicht immer so einfach gewesen, aber ich habe probiert, positiv zu bleiben. Und ja, es ist schön, für das belohnt zu werden. Und ja, irgendwo habe ich das sicher auch gehofft, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Aber ich hätte es natürlich nicht erträumen lassen. Aber es ist auch logisch, dass ich sicher jeden Tag für das auch geschafft habe. Ja, das war auch für mich ein spezielles Spiel gestern. Es gibt solche Tage.
man versteht es manchmal selber nicht, aber dann hat man die Hand hier, er schießt ihm an die Hand. Wenn man sie hier hat, schießt er ihm hier an die Hand, schießt der Spieler hier an die Hand. Also es ist, ja, jede Entscheidung war richtig gestern und das nötige Glück war auf meiner Seite gestern. Ich bin natürlich überglücklich, dass das gut gegangen ist und ja, dass wir zu null gewinnen konnten und dass Valentin ein Tor geschossen hat, das freut mich auch sehr. Also ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft und das ist, ja, glaube ich, auch froh, dass es mir gut gegangen ist.